Willkommen zurück zu Resident Evil 4. Wir sind frisch angekommen in Kapitel 4.2 und schauen uns das jetzt mal an. Es gibt einiges zu tun, wir können uns vielerlei kaufen und ich weiß schon, was uns so erwarten wird in diesem Part wahrscheinlich, aber all das muss man dann mal schauen. Welcome! Ich drehe bei mir die Mucke mal ein bisschen leiser, ich mache die mir irgendwie immer zu laut. Ich verkaufe erstmal, um ein bisschen Kohle zu haben. Pass mal auf, Magnum-Muni auf keinen Fall. TMP-Muni. Blendgranate, Brandgranate, Handgranate, behalte ich alles. Broken Butterfly, nein, auf keinen Fall. Schrotgewehr, ja, ja. Da muss ich dann mal gucken. Raketenwerfer behalte ich natürlich. Werde ich aber einsetzen. Spinelle. Da sind wir doch an der richtigen Adresse. Und vier Seitenkristalle. Die ganzen Augen lasse ich mal noch in Ruhe. Grüner Edelstein. Ja, das passt überall irgendwie rein. Ah, in die Maske, ne? Ich glaube aber... Ja, der Goldarmreif, da ist nichts zu machen. An der Krone und an der Maske schon. What are you buying? Striker. Das werden wir aktualisieren, denn das der benutzt die Dings. Der ersetzt das Schrotgewehr, das Striker. Ja. Thank you. What are you buying? 90.000 haben wir bekommen und bezahlen weniger. Ist sehr interessant. Auf jeden Fall werden wir das jetzt gleich neu sortieren, beziehungsweise ja, ihr werdet sehen. Thank you. Ich hab zu danken, mein Freund. Ich hab zu danken. Aktualisiert. Was haben wir denn? Broken Butterfly. Pimpen. Pimpen. Und dann abwarten. Nicht übertreiben. Striker. Pimpen. Ladegeschwindigkeit. Also was mir wirklich am Herzen liegt, am meisten am Herzen, ist die Feuerkraft. Die wird sich auszahlen. Ladegeschwindigkeit und Kapazität. Ne. Erstmal nicht, auch hier nicht. Oder? 8000 ist ja geschenkt. Kapazität 12. Na, lassen wir mal. Also, wir schwimmen nicht im Geld. Ich hab die Musik immer noch zu laut. Moment. Jetzt höre ich nichts mehr. So. Ah, wird schon passen. So. Ja, wir sind noch ein bisschen angeschlagen. Wollen wir uns nicht mal ein bisschen heilen oder so? Ein grünes Kraut reingeschoben. Das geht schon in Ordnung. Ja, momentan ist es ein bisschen unordentlich. Aber wir werden jetzt hier gar nicht groß sortieren, weil es wird auch so bleiben in diesem Part, denke ich mal. Es gibt noch mehr zu tun. Pistolenmuni. Und hier liegt ein Briefchen. Louis Notiz 2. Der erste Kastellan begrub die Las Plagas tief unter der Burg, um sie völlig zu verstecken. Als aber Salazar sie freiließ, dachte niemand, er würde sie wieder zum Leben erwecken können, da sie nur mumifizierte Überreste waren. Jeder wusste, dass die Parasiten ohne Wirt nicht überleben können. Aber als Salazar und seine Leute die Überreste ausgruben, schien es fast, als ob die Las Plagas nur darauf warteten, entdeckt zu werden und wieder aufzuerstehen. Jahre später begannen die Dorfbewohner, die bei der Ausgrabung der Las Plagas geholfen haben, an Krämpfen zu leiden. Und eines Tages wurden sie zu gewalttätigen Wilden. Später fand man dann heraus, dass dies von den Las Plagas verursacht worden war. Sie hatten all die Jahre im Zellstadion in Sporenform überlebt. Süß. Anschließend atmeten die Dorfbewohner beim Ausgraben die Sporen ein, die in ihren Körpern wieder aktiv wurden. So erwachten die Las Plagas zu neuem Leben. Während ich schreibe, werden weitere Las Plagas ausgegraben. Oh, scheiße. Wer weiß, wie viele dieser Las Plagas bereits wiederbelebt wurden. Ganz zu schweigen von all den Ganados, die geschaffen wurden. Ah, yeah. Ihr unmenschliches Treiben muss ein Ende finden. Wenn sie nicht aufgehalten werden könnten, weltweit Menschen zu Opfern ihres verrückten Kults werden. Oh yeah. Dann speichern wir die ganzen Änderungen bislang einfach mal ab. Ist immer Kapitel 4.2, müsste. Ja. Das ist doch ordentlich. Dann schauen wir uns auf der Karte mal um. Und zwar ist hier eine Tür, aber das ist wieder das Minispielchen mit dem... Ja. Sieht man schon. Sonst ist hier nichts, ja? Dann gehen wir weiter unser Abenteuer. Beziehungsweise, ich muss mal schauen. Nehmen wir die Red 9 in die Hand. Was ist alles für Muni? Das Magnum-Muni, Pistole.
ist das Gewehr und Sturmgewehr. Sieht bislang ganz gut aus. Ja, und wir kommen jetzt auch ein bisschen in die Minen, wo die Viecher halt ausgegraben werden. Also die Las Plagas-Fossilien, keine Ahnung. Die guten alten Dorfbewohner. Wir haben sie kennen und lieben gelernt. Ja, und jetzt werden sie sterben. Und? Es tut mir ja leid. Upsi. Ja, und was mit dir? Naja. Oh, der ist schon down. Ich dachte, da kommt jetzt ein Parasit raus. Aber scheinbar kein Bock. Ich habe gedacht, die werden jetzt ein bisschen widerstandsfähiger. Dies scheint ein Irrtum gewesen zu sein. Ich bin ein bisschen angespannt. Ich bleib auf der Hut. Was haben wir denn hier? Achtung, bei Überladen des Wagens mit Dynamit wird der Trennschalter betätigt. Okay, also wir wollen das Dynamit haben. Wir brauchen das, das weiß ich, um den Felsen da freizulegen. Ihr habt mich noch gar nicht gesehen. Wisst ihr was? Wir räumen jetzt erstmal ein bisschen auf. Oder was meint ihr? Mhm. Die ersten kommen schon angerannt. Naja. Ja, gut. Ich habe ein bisschen Angst um meine Munition, deswegen war ich noch ein bisschen vorsichtig. Aber gut. Ab ins Knie. Und das bewährte Schlitzen. Das sind die Dorfbewohner doch gewöhnt. Ich hasse diese Viecher. Und tschüss. Kowalski. Der nächste. Oh, es tut mir aber leid. Als wäre es Absicht gewesen. Okay, es war keine Absicht. So, wo haben wir denn noch lustige Kerlchen? Eigentlich gar nicht so viele, ne? Wo ist denn der? Ist der tot? Nee, da ist er. Warte. Sackgasse. Na komm, mit euch bin ich doch fertig. Bäm. Kein Sumplex für die. Und der agiert auch ein bisschen kopflos. Wer wird denn gleich den Kopf verlieren? Oh, tschüss, Mann. Geh baden. Ich wollte ihn treten und nicht. Okay, kein Spielchen. Jetzt auf die Kacke gehauen. Ganz ernsthaft. Hat der ein Dynamit? Nee, das ist nur... nur eine Fackel. Bäm! Ah, man soll doch nicht mit Feuer spielen. Aber der hat Dynamit. Ah, wenn ich fähig wäre, aufs Dynamit zu schießen... Aber gut. Halt's halt noch ein bisschen in der Hand, ist kein Problem. Und wie fühlt sich das an? Da merkst du, dass du noch lebst. Beziehungsweise jetzt nicht mehr. Dass du gelebt hast. Hast du gelebt? Bist du sicher, dass du gelebt hast? Ja, die Louis-Notiz, die zeigt aber auch, dass die Dorfbewohner halt auch mal normale Dorfbewohner waren. Und erst später gewalttätig wurden. Vielleicht waren das ganz gute Kumpels beim Skat und so. Aber weiß ja nie. What? Lagers auf den Felsen sehen fossil oder mumifiziert aus. Okay. Da oben steht noch einer. Ja. Dann wollen wir mal wieder. Dann wollen wir mal wieder. Nicht gleich den Kopf verlieren. Und ihr zwei da drüben? Oder warte, wir machen erst den Schalter. Bin mir nicht sicher. Hebel betätigen. Aber das geht nicht und dann kommen noch mehr Gesellen. Wer hätte es gedacht? Dynamit ist drin, um den Felsen zu sprengen, dass wir weiter können, aber... Don't work. Sowas aber auch. Sind die jetzt nachgewachsen? Oh, irgendein Dynamit? Okay. Sollte man vielleicht nicht stehen bleiben? Okay, irgendwas tut sich hier. Ah, der wirft. Und den müssen wir... Oh, der wirft jetzt zu mir, logischerweise.
Aber Dynamit in der Hand ist ungesund. Ich renne einfach. Respekt. Und die Probleme erledigen sich von selbst. Es war ein bisschen blauäugig von mir, aber ist ja alles gut gegangen, nicht wahr? Da hinten liegt noch ein bisschen. 5000. Enorm. Noch irgendjemand? Ich sehe nichts. Der Strom zum Trennschalter ist unterbrochen. Wieder einschalten. Dad, Telefon. Dann können wir jetzt weitermachen? Oder kommen nur noch ein paar? Hallo, mein Lieber. Okay, finde einen Weg. Ich habe einen Weg. Aha. Oder kommen noch mehr? Nein, oder? Granaten, Granaten. Brandgranate. Los. Greifen wir zur Striker. Dann fällt er nämlich immer darunter. Aber die haben wohl auch... Na gut, weiter mit der Striker. Ihr seht, das kann schon reinhauen. Das Ding. Ich gehe mal auf die andere Seite. Weil ich habe so ungern Leute im Rücken. Versteht ihr mich? Okay. Was stellen wir denn mit dem an? Mit meinem Magnum-Munition? Da haben wir noch, ja, richtig. Alles klar. Bleib ganz locker. Verletzen. War's das? Oder habe ich aber mehr erwartet? 10.000. Gott sei Dank. Und die Typen da drüben, die wollen auch. Die mache ich jetzt eiskalt so platt. Problem. Gelöst. So, das heißt, alle sind weg, ja? Wollen sie einen Hebel betätigen? Ja, nein, vielleicht. Ich muss noch meine Mutter fragen. Alles klar. Sonst hier ist ja alles bereinigt, ja. Ich habe immer so ein bisschen Angst. Man darf sich hier niemals sicher fühlen. Aber das tue ich nicht und deswegen gehen wir weiter. Dynamite! Dynamite! Holdemite! Ja, Felsen versperrt den Weg. Bitte verwenden Sie hier Dynamit. Und treten Sie am besten zur Seite. Bomben! Alles klar. Bomben, immer wieder Bomben, immer wieder Bomben. Magnum Muni und eine Handgranate nehme ich natürlich mit. Ja, warum kriegen wir hier so viel Zeugs geschenkt? Hat das irgendeinen Grund? Ich muss mal auf die Karte gucken. Hat das irgendeinen Grund? Ich werde mich erstmal heilen. Ich nehme jetzt die zwei grünen Kräuter. Kann mir alles egal sein, Full Energy. Dann gucke ich mal weiter. Wir haben den Raketenwerfer, den werde ich einsetzen. Und ansonsten nimm halt mal die Striker in die Hand. Okay, Endboss-Time, Leute. Und zwar hoch 2. Och Mensch. Fang an. Hi, ihr Lieben. Sadomado, Sklaven, keine Ahnung. So, ich hoffe, das kriegen wir hin. Oh! Ganz vorsichtig, so. Ach, das war schon nicht gut. Ich hoffe, ich komme da nochmal hin. Man muss sofort betätigen. Gar nicht erst Zeit verlieren. Weil die haben, ja, großen Fuß, wenn man so sagt, ne?
Komm, betätige und gutes. Und tschüss, Mann! Oh. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Also zweimal El Gigante. Ihr kennt ja El Gigante, da haben wir schon zweimal besiegt. Einmal mit dem Rudi. Und einmal, ja, alleine halt, mit Ashley. So. Ach, wir haben das offen gelassen. Was soll das denn? Ach, wir müssen den doch überraschen. Ernsthaft? Komm, ich geh wieder. Ah, jetzt ist wieder zu. Jetzt ist wieder zu. Einen wollen wir in den Lavasee versenken. Ganz klar. Da habe ich mich jetzt dumm angestellt und dafür entschuldige ich mich. Ich habe es mir souveräner vorgestellt. Jetzt sind beide da hinten. Ich muss warten, bis die antanzen. Irgendeiner wird schon. Und dann muss man dann nochmal drücken, ey. So, auf! Und tschüss, Mann! Geh baden! Ist wohl Warmbadetag heute. Und was machen wir mit dem anderen? Der muss sitzen. War's das? Das war's. Also man kann den Bosskampf sehr schnell gestalten. Wie ihr seht. Ich habe mich jetzt halt schwer getan, den Lavasee zu öffnen. Und wir haben wieder ein bisschen mehr Platz im Inventar. Und deswegen werde ich das auch bald mal sortieren. Hä, Moment, was? Ich habe noch irgendetwas brüllen gehört. Das war der in der Lava. Der ist noch, hat noch seinen Todesschrei abgegeben, oder? Ich hoffe. Oh Mann, wie viele von denen gibt's denn noch? Genauso wie man vom von dem Riese von El Gigante gedacht hat. Genauso habe ich auch beim Blinden gedacht. Das wäre jetzt alles, aber nee, no way. Ich hab zwar nichts mehr, ja. Dann gehen wir weiter, hm? Und tschüss, Mann. Hey, boah, yeah. Steckt ja wohl dem Fass des, den Boden aus, ne? Okay, Doggly. Ich bin relativ... warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Ja, wir haben es geschafft. That's it. Händler? 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 Speicherpunkt? Na... Das scheint noch einen Moment zu dauern. Fliegende Viecher. Wie viel Gewehrmunition haben wir noch? 15, 30, 5, 40, 55 und 12. 67 Munition, ja, das reicht doch. Oh Mann, diese bösen Fliegen. Ich mag ja keine Insekten. Aber ich glaube schon mal oft genug gesagt. Insekten sind böse und hier haben wir den Beweis. Kommen die nicht? Dann muss ich die wohl erstmal anschießen. Jetzt kommen sie doch. Jetzt kommen sie doch. Und damit ist die Striker wirklich am besten. Halt wie eine Flak sozusagen. Und oberste Priorität ist zum einen nicht sterben und zum anderen... Oh. Mann. Dass die nicht in den Abgrund runterfallen. Betreten. Sondern hier bleiben, damit... Ziemlich widerstandsfähig. Also wenn sie runterfallen, dann bekommen wir ja nicht die Items und so. Ah, wenn wir sie im Flug erwischen. Hallo? Dann sollten sie sofort down gehen, aber... Bislang mit eher mäßigem Erfolg.
Ja. Was soll ich jetzt dazu sagen, ne? Was soll ich jetzt dazu sagen? Wenn sie am Boden sind, ist die Sache viel schwieriger. Da halten sie einiges aus. Ah, ich wollte gar nicht treten, aber gut. Ah, endlich! Synchron verrecken! Sehr schön. Rotes Auge. Grünes Auge. Grünes Auge. Hier steht, die beiden Lichter werden einen neuen Weg bescheinen. Gut. Wir müssen diese komischen Spiegel finden. Was willst du denn? Nennst du das sportlich? Okay, das Messer mit nahezu keinem Effekt. Ich möchte mich gerne um die Flieger kümmern. Komm hoch. Du Schwein! Was machen wir denn? Okay, heilen wir uns mit einem. Ja. Erste-Hilfe-Spray. Ey, wir sind hier ungünstig platziert, weil, wisst ihr das? Ich knall die nicht ab. Die müssen erst über den Boden, aber warum? Warum gehen sie das denn nicht? Wir holen sie hier, hä? Oh, nett landen. Nett landen! Seht ihr, der eine ist sofort verreckt. Und die beiden bleiben. Mann, oh Mann. Die werden mir noch einiges an Nerven kosten. Oh Gott, nachladen. Kann ich jetzt vielleicht mal weitergehen? Wir wollten noch die zwei Spiegel irgendwie umstellen, ne? Das ist ja so die Message. Aha, süß bist du. Tschüss, tot. Aber der andere landet. Und ich ein Treffer. Also doch. Ich habe ihn gerade nicht gesehen. Nicht runterfallen. Du bist viel wert, deine Augen. Sie haben wunderschöne Augen. Gut, aber immer so viele Grüne. Ich weiß gar nicht, wo es weitergeht. Einfach mal umgucken. Ich höre noch mehr. Hier ist auch jede Menge los. Treffer und versenkt. Muahaha. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Ich glaube, hier ging's rein. Kümmern wir uns erstmal darum. Noch mehr Kräuter. Wir können uns ja mit den grünen Kräutern schon, ja, totwerfen. Lad mal nach. Sehr schön. Aber die anderen krabbeln. Ah, wir haben jetzt endlich ein blaues Auge. Also ich meine, kein blaues Auge in dem Sinne, sondern, ja, ihr wisst schon. Jetzt können wir endlich das eine Ding komplett machen und verkaufen. Na, Hallöchen. Tja, wer noch so dumm ist und jetzt fliegt. Ja. Komm nur näher. Nicht so nah. Okay, geht schon. Danke. Nachladen. Puh, puh, puh. Was die alles tun, nur um mich reich zu machen. Drüben fliegt auch noch einiges. Ich gehe erstmal hier runter. Keine Ahnung, was hier eigentlich ist. I don't know. Seid ihr? Sind wir jetzt wieder am Anfang? Hä? Kann das sein? Sind wir hierher gekommen?
Jetzt muss ich mich wirklich mal kurz orientieren. Moment. Nö, sind wir nicht. Sind noch von hier gekommen, gell? Oder? Hä? Einzige Verwirrung. Kann sein, dass es hier weitergeht? Nicht, dass die Viecher jetzt alle wieder da sind. Obwohl, das würde mehr Geld für mich bedeuten. Alles klar. Die Frage hat sich erledigt. Haben wir wenigstens mal zwischengespeichert. Auch wenn ich nicht glaube, dass einer von denen uns erledigt. Ach, Markus, Mensch, du hast ja echt Kohlrouladen im Hirn. Klar bist du von hier gekommen. Was glaubst du denn? Gehen wir mal weiter. Hier geht's weiter. Aber da braucht man noch... Ah, ein rotes Kraut, sehr schön. Gut, dass wir nicht automatisch runterfallen. Also, wenn wir gegen den Abgrund laufen, dass wir nicht runterfallen. Ah, guck doch mal. Okay. Man kann es übertreiben. Muss es sein. Wow. Ah, mit den Viechern ist echt nicht zu spaßen. Aber wir haben sie gleich. Ungeziefer. Hier kommt der Kammerjäger. Wollte gerade sagen. Aber es gibt Kohle, Mann. Das gibt Kohle. Grünes Kraut. Uah. Ey, so tief in der Grütze ist ja furchtbar eklig. Aber bei Leon bleibt es wenigstens sauber. Guck mal. Uah. Bis zu der Oberschenkel ist ja widerlich. Zum Reihen. Ja. Was denn desto? Spieglein, Spieglein an der Wand. Sag mir, wer ist die Schönste im ganzen Land? Es ist nicht Ashley. Es ist nicht Ada. Es ist... Die da. Der ist es. Das ist die schöne Königin. Bäm! Mach keine Faxen. Oh, Mann. Grütze, fix hier. Ich hoffe, du hast jetzt genug. Jetzt scheint diese Höhle bereinigt. Dann können wir ja besten Gewissens weitergehen. Na, da sind noch welche. Treffer. Immer schön im Flug erwischen. Ah, geil. Und du. So hat das zu klappen, liebe Freunde der Nacht- und modernen Unterhaltung. Gewehrmuni ist in Ordnung. Kann ich auch mal gebrauchen, denke ich mal. Gut. Egal, ob da jetzt irgendwo in der Ecke noch einer sitzt oder so. Ich gehe weiter. Ihr seid ja lustige Kerlchen, ey. Ich gehe weiter. Matsch. Okay. Vielleicht war das auch der Hinweis. Du machst erst im nächsten Part weiter. Der Part ist schon 30 Minuten lang. Deine Abonnenten sollen Daumen hoch geben. Aber wir haben ja hier zwischengespeichert. Also das hier hat uns gerade erschlagen. Ich kann mir auch Schöneres vorstellen. Also Leute, weiter geht's im nächsten Part. Auf keinen Fall verpassen. Bis dann und ciao.